Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Round. Denn wir sind mitten im Barockworks Casino. Und wir starten jetzt mit Zorro. Weil ich erinnere mich, dass wir hier einen Weg haben, wo wir runterspringen müssen. Und dann nicht mehr hochkommen. Wenn wir jetzt eine goldene Kiste finden, dann können wir die mit keinem anderen tragen. Und müssten das Level wiederholen, wenn wir jetzt nicht Zorro dabei hätten. Denn das hier ist der Part, wo wir runterspringen vom VIP-Bereich aus. Und da ist schon Crocodile. Oh Gott. Geht's her? Oh Gott. Okay, die halten nicht viel aus. Das ist sehr gut. Okay, ich kann nur hoffen, hier gibt's jetzt nicht... Oh Gott. Irgendwie zusätzliche Türen, die nur Nico Robin öffnen kann. Okay. Weil die könnte ich jetzt hier überhaupt nicht erreichen. Dann müsste ich hier safe nochmal rein. Sag mal, was soll denn der Scheiß? Okay, einen habe ich erwischt, aber nur einen. Oh oh, hä? Wieso hat er mich nicht erwischt? Aber bis jetzt sehe ich noch keine Tür. Ich habe Ausschau gehalten. Okay, also erst unten. Scheiße, ich muss gucken, ob oben was ist. Aua, aua. Die machen immer so komische Laufmoves, wenn sie diesen Säbel haben. So, irgendwann muss ich springen. Da muss ich springen. Und da ist eine silberne Kiste, okay. Oh Gott, wie knapp. So, Punkt 1. Soweit ich weiß, kann an der anderen Stelle gar keine Kiste sein. Also ist das jetzt gedroppt auf die untere Etage und dadurch öffnet die sich und dann ist es ganz runter gedroppt. Ich kann nur hoffen, ich habe recht. Wenn ganz rechts eine Kiste sein soll, kommt da kein Mensch ran, außer Sanji. Und Sanji kann keine Silber- und Goldkisten tragen. Also kann ich mir das nicht vorstellen, dass da eine Kiste versteckt ist. Ah, okay. Scheiß drauf. Aua, nicht schon wieder so einer. Okay, da ist das Loch. Und ganz hinten ist hoffentlich nichts. Oh Gott. Ja, genau. Was für ein asozialer... Was für eine asoziale Danung. So, da ist die Kiste, die ich gerade rübergeworfen habe. Und hier ist eine weitere Kiste. Okay, beide Silber. Wir haben schon mal zwei. Eine dritte wird hundertprozentig in dem Raum sein, wo nur Robin öffnen kann. Das heißt, wir müssen eigentlich nur noch eine suchen. Platziere die jetzt mal beide hier. Wenn ich mir nämlich... Da kommen wir eh nicht hoch, ne? Nee, nicht als Zorro. Au. Ich glaube, da ist jetzt Mr. Two. Den machen wir jetzt auch kurz im Einheitsmodus platt. Und dann können wir die zwei Kisten, glaube ich, abgeben. Oh, elegant, Maro. Genau so macht man das. Alter, Mr. Two, wehr dich doch. Er hat irgendwie keine Lust heute. Auch gut. Bye, bye. Weg hier. Daneben. Okay. So, wir brauchen keinen Einheitsmodus mehr. Wir haben keine Gegner mehr. Ich laufe jetzt mit den zwei Kisten rüber. Gebe die ab. Und such die letzte Kiste und muss Robin dann noch nehmen. Ich glaube, ich nehme zuerst Robin. Weil ich muss eh zurück. Und es ist egal, in welcher Reihenfolge ich das jetzt genau mache. Und wenn ich jetzt nicht Robin habe, dann müsste ich zurück, um Robin zu holen. Damit sie die Türe öffnet. Ich sehe gerade, das sind auch wieder vier. Das heißt, im vierten Level sind es auch nochmal vier. Also hatte ich mit meinem Durchschnitt sowas von recht, ohne es erwartet zu haben. Okay, das auch noch. Und dann ist Robin dran. Mal sehen, ob wir alle vier restlichen Gebiete in diesen Part packen können, aber bis jetzt läuft es ja ganz gut. Und jetzt schon die Hälfte aller Kisten der Arena fertig. Und Robin braucht nur noch 10 Mille für die 100. Und ich denke, das schafft sie. Ja, genau du.
Denn du bist die Einzige, die die Tür öffnen kann. Ja, da, sie hat auch über 100 von diesen Dingern. Ich habe mich bei Nami damals gewundert, ob man über 100 haben kann. Pisser, ey. Oh, ja. Das habe ich gerade auch gemerkt, dass das keine gute Idee ist. Ah, du nervst mich jetzt schon. Oh, ich habe das nicht so gewollt. Hält aber viel aus. So. Da ist eine Goldkiste. Okay, die ist für Zorro in dem Fall. Und die andere Kiste... Oh Gott. Oh ja. Danke. Ich lasse die jetzt mal... Die Türme lasse ich erstmal stehen. Kommt da Zorro, glaube ich, nachher besser ran. Der hat den Damage bekommen, obwohl das Ding schon wieder weg war. Ah. So. Okay, da ist die Tür. Aua! Sag mal, der macht zu viel Damage. So, rein hier. Oh, okay, alles klar. Dachgrad. So, dann holen wir jetzt Zorro, dann darf der beide Kisten holen, beziehungsweise eine bringt er zurück, eine nimmt er mit zum Eternal Port und dann haben wir... Oh, ich muss jetzt erstmal gucken, dass ich hier wieder zurückkomme. Okay. Oh Gott, das war knapp. Und da ich hier auf keinen Fall runterfalle, ich meine, könnte ich schon, wäre nicht mal schlimm, ich habe ja Ruffy. So, die Kiste bringen wir nämlich zurück und die andere nehmen wir mit zum Ende. Ist eigentlich ein recht kurzes Level jetzt, wo ich das so sehe. Sehr kurzes sogar. Na gut, wir sind zwar trotzdem schon fast 10 Minuten dran, aber trotzdem ziemlich kurz. Wieso haben wir schon so viel Zeit verbraucht? Kommt mir gar nicht so vor. Na gut, egal, wir schaffen das. Wir brauchen 10 Minuten für die ersten zwei Gebiete hier und 10 Minuten für die nächsten, glaube ich. So, hier wollen wir nicht drüber springen. Das bringen wir heim. Fertig. So, 2,5 Millionen für jeden. Außer für Zorro, der kriegt gleich 5. Und zur letzten Kiste. Dann hätten wir auch dieses Gebiet fertig, wenn ich jetzt die Kiste nicht irgendwie im Abgrund verliere. Aber ich sollte es nicht jinxen. Ach. Das ist auch ganz nett platziert hier. Okay, hat geklappt. Da gibt es irgendein Unterstützungsding. Mal sehen, ob ich auch mal was bekomme. Nö, natürlich nicht. Oh, und da ist Miss Doublefinger. Okay. Damit hat sie nicht gerechnet. Aua. Da ich sie eh nicht sehe, kann ich sie so einfach killen. Das ging schwer. Ja, das freue ich mich gerade auch. Was ist passiert? Das ging ja viel zu einfach. Okay, das wäre das erste Level. Jetzt rushen wir kurz durch den Mini-Boss-Fight in Gebiet 3. Nehmen wir einfach Ruffy. Und dann kommt Gebiet 4 und da läuft es nochmal genau gleich ab. Beziehungsweise, da kann man nicht runterspringen. Da muss ich also nicht unbedingt Zorro am Anfang nehmen, aber ich mach's trotzdem, weil... Kein Bock, die ganze Zeit zurückzulaufen, wenn es schlecht läuft. So. Ich glaube, jetzt müsste Robin auch ungefähr Chopper überholen.
Das, dann sehen wir die Preisgedrängliste zweimal, wenn das der Fall ist. Ah gut, ja, mit den beiden Kämpfen hat sie ihn überholt. Das heißt, jetzt kommt die Preisgeldrangliste, dann besiegen wir Mr. Free, dann kommt die Preisgeldrangliste wahrscheinlich nochmal. Und dann besiegen wir Crocodile. Aber Nami holt sie nicht mehr ein. Ich denke, Chopper kriegen wir auch noch hoch. Ich weiß auch schon, wie wir das machen. Aber das hat noch Zeit. Wir kommen gut voran, wenn man sich mal so ansieht, wie viel Prozent wir jetzt haben. So, Ruffy macht das kurz. Und dann fehlt nur noch Gebiet 4 und der Bossfight. In Gebiet 4 haben wir nochmal 4 Kisten. Naja, das ist wirklich die kleinste Herausforderung dieses Level. Kann eigentlich hier stehen bleiben. Oder auch nicht. Kommt ihr raus? Ja. Okay, ich darf hier nicht viel mehr machen als ein Hit. Weil dann hauen die direkt wieder ab. Aua! Jetzt war ich zu nah dran. Ah! Ja, zwei Hits gehen gar nicht. Warte mal. Das war doch mein Trick. Oh Gott. Einmal. Na, schade. Das reicht schon, der ist schon angeschlagen. Eins, zwei, drei. Und er haut ab. Ja, damit geht es viel schneller als mit einem einzelnen Hit. Erledigt. Mr. One ist dran. Machen wir kurz Einheitsmodus, dann ist er schnell weg. Ja, früher dachte ich echt, die Grafik wäre mega gut. Aber wenn man das hier sieht, so... Aua. Komm. Ups. Okay, ich habe ihn gestoppt. Ah! Damit. Na komm. Dann mach was. Aber doch nicht das. Oh, jetzt springt er noch über mich drüber. Nervig. Mehr nicht. Nur nervig. Okay. Fertig. Ah. So, aber jetzt wieder zum richtigen Teil. Gebiet 4. Ja. Nee, hat doch noch nicht ganz gereicht. Waren nur eine Mille. Kurz speichern und dann wieder auf Schatztruhenjagd. Wir starten, denke ich, trotzdem mit Zorro. Nur zur Sicherheit. Damit wir nicht die ganze Zeit backtracken müssen. Ja, danke Ladebildschirm. Okay. Fuck! Jesus. Ja, und jetzt auch noch laggen, das ist ja super. Ich glaube, in diesem Fall sollte ich auch die Dinger zerstören. Es kann sein, dass da Kisten versteckt sind. Ja, korrekt. Toll. So war's nicht geplant. Ja.
Perfektes Timing. Sehr gut. Hab ich jetzt nicht erwartet. Okay. Da. Da kommt ihr nicht mehr durch. Oh. Ah! Nicht schon wieder. Eins, zwei, tschüss. Und da ist der Austauschplatz. Erste Kiste abgegeben. Ich denke, jetzt wechseln wir gleich wieder auf Robin. Um erstmal die Türe zu öffnen. Weil wir müssen ja eh backtracken dafür. Und dann spielen wir Robin in diesem Fall auch jetzt zum letzten Mal. Und dann hat sie auch nach dieser Arena Boogie und Boogie überboten. Und sonst braucht sie niemand mehr überbieten. Der nächste wäre ja Bartholomew Speer mit fast 300 Mille. Muss nicht sein. So, die Frage ist nur... Oh nee, das ist gar nicht geil. Oh. Okay, sie kann nicht so weit springen. Das ist schon mal scheiße. Da ist eine goldene Kiste. Die ist zum Zurückgeben. Okay, das hat auch mit Verwirrung geklappt. Okay, bisschen Heilung. Super. Ich glaube, die einzigen beiden, die sich vor den... Ah, verdammt. Die sich vor den Spinnen ekeln, sind tatsächlich nur Nami und Sanji. Weil Ruffy ist es egal, Zoro ist natürlich auch egal, Robin ist es egal. Die ist zu badass dafür, aber... Das ist nicht gut, das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut! Ah! Ihr Pisser, ihr Blöden. Chopper ist natürlich auch egal, weil der ist ja selber ein Tier. Also zumindest würde es mich wundern, wenn es ihm nicht egal wäre. Aua. Moment, wen habe ich jetzt aufgezählt? Genau, Ruffy. Und Lysop ist es egal. Das weiß man aus dem Anime und Manga. Dass er so Käfer auch mag. Genau wie Ruffy. So, jetzt bringen wir erstmal die goldene Kiste weg. Au! Pisser. Und holen gleich zusätzlich Robin wieder ab. Oh, ich bin zu langsam. Zoro darf nicht sterben. Das ist äußerst unpraktisch. Jetzt kriegt er wieder ein bisschen Leben zurück. Und dann haben wir zwei. Zwei fehlen also noch. Und eins ist wie immer in dem versteckten Raum für Robin. Und Robin hat Boogie und Boogie überboten. Sehr gut. So, jetzt nur aufpassen, dass sie nicht drauf geht. Das wäre... Ja gut, okay. Wenn sie jetzt wieder drauf geht, muss ich halt wieder mit Zoro spielen. Oh wow, das war mutig. Oh nein! Das war nicht so gut. Da bin ich schlecht gesprungen. Halb so wild. Sie braucht den einen des Bootes nicht unbedingt. Wobei, damit hätte sie sich vorhin gerettet. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Aber egal. Früher oder später hätte ich ja eh auf Zoro wechseln müssen. Jetzt habe ich halt ein bisschen... Nee, eigentlich habe ich nicht wirklich Zeit verloren. Okay, tschüss. well... Ah, guck mal, ich krieg die Einheitsmoduspunkte wieder zurück. Sehr gut. Oh. Und da ist der. Oh Gott, da ist die Tür. Das heißt, da ich sonst jetzt noch keine Kiste entdeckt habe, kann ich jetzt hier auf Zoro wechseln. Das hier brauche ich jetzt nicht. Das kann ich Zoro übrig lassen. Die Frage ist nur... Na... Ah. Ich meine, ich könnte... Ah, okay. Alles klar. Oh, ups. Ich nehme jetzt aber, glaube ich, zuerst die Goldkiste. Nutze sich... Also... ich wollte gerade sagen, ich könnte jetzt auf Ruffy wechseln und die Silberkiste erst holen.
Nee, es macht eigentlich überhaupt keinen Unterschied. Ich lasse einfach Zorro machen. Ist er halt irgendwann der reichste Mensch auf der ganzen Welt, whatever. Er ist halt der einzige... Oh, Tsunami, der die nehmen kann. So. Ist ein ganz schön weiter Weg zurück. Und ich darf dasselbe jetzt gleich nochmal mit einer Kiste machen. Wird also doch ein bisschen längerer Part als erwartet. Ja, passt schon. Wenn wir das haben, haben wir das ganze Barockwerks-Casino komplett abgeschlossen und müssen hier nicht mehr rein. Und das wäre die erste Arena, die wir komplett fertig haben. ja. Oh Gott, das war knapp. Ich weiß nicht, ob der Sprintangriff was bringt von der Geschwindigkeit her, wie man da durchkommt. Ah. Gut, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Trotzdem ist dieser ganze Jump'n'Run-Teil so viel weniger anspruchsvoll als der in Sky Island. Ja, ich krieg das jetzt gerade, oder ich hab's gerade problemlos hinbekommen. Sky Island ist halt schon immer noch heftig. Oh Gott, ich spring fast zu weit. Okay, manchmal ist die Kameraperspektive halt nochmal ein Gegner. Oh Gott, ich... Wenn man das nicht im Gefühl hat, dann fällt man hier trotzdem runter. Man sieht zwar den Schatten, aber trotzdem. Kann echt nervig sein. Wo ist denn das Ding? Ah, hier. Okay, perfekt. Und die letzte Kiste bringen wir mit nach zum Eternal Port. Und dann kloppen wir halt kurz Crocodile mit Ruffy platt, würde ich sagen. Und dann hat sich das hier. Gut. Das war schon wieder sehr knapp. Oh, das hat geklappt. Okay, habe ich nicht erwartet. Das wiederum hat nicht geklappt. Okay, fertig. Sehr gut, dann ab zum Ziel. Gibt's hier noch was Schönes? Ich krieg endlich mal was. Super, danke Ruffy. Auch wenn ich schon 44 Dinger von denen hab. Eieiei. Eins, zwei, drei. Ja, jetzt habe ich das verpasst, aber ist egal, ich habe trotzdem 45. Ah! Hoppla. Ah! Zu spät. Na cool. Ich kann es da durchwerfen, da fallen die Dinger auch runter. Noch so ein Ding. Oh, okay, jetzt muss ich aufpassen. Ah, oh, das ist ganz... Ah! Okay. Ah! Alter. Zum Glück kann man da durchwerfen. So, jetzt haben wir zumindest hier mal einen Vorteil. Kann es immer mal wieder werfen. Dann hat man da eine Barrikade. Ah, ich wollte eigentlich das Ding da sprengen. Oh, Hilfe! Man sieht halt auch nichts mit diesen verfickten Lampen. Oh, und ich habe irgendwie... Das hat mich irgendwie in den Kaktus geworfen. Uff. Knapp. Okay. Ja, hört es bald wieder auf? Es hört immer noch nicht auf. Moment. Lag das vielleicht gar nicht an dem Kaktus, sondern an diesen Lotto-Dingern? Ah, pff. Kann es sein, dass die vielleicht auch verwirren? Au! Alter, ich dreh gleich durch. Zum Glück kann Ruffy das auch noch notfalls machen. Aber wieso bin ich für immer verwirrt, Alter? Was ist denn da los? Hört's jetzt auf. Ja, offensichtlich. Okay. Ey, ich bin immer noch verwirrt, ne? Ich muss immer noch nach links klicken. Okay, jetzt hat's aufgehört.
Keine Ahnung, was das gerade war. Aber das war's mit Baroque World Casino mit den Kisten. So, noch Crocodile-Plätten und dann haben wir's. Und müssen nie wieder in diese Arena. Also die erste, die wir abgeschlossen haben. Jetzt wieder Preisgeldrangliste. Sehr schön. Muss nur noch Lysop hochgehen und dann ist Crocodile nicht mal mehr auf der Liste. Der am Anfang Platz 1 war. So, Ruffy. Sollte das kurz machen. Das sollte mit Einheitsmodus, denke ich, ganz gut klappen. Das war schlechtes Timing. Oh Gott. Nein, ich wollte sprinten. Ah. Ha! Da bin ich nicht ausgewichen. Dammit, da schon. Da war eigentlich noch in der Luft. Das klappt auch nur halb so, wie ich es will. Dammit! Oh. Ich dachte halt, er teleportiert sich weg. Sonst hätte ich die ganze Kombo machen können. Ach, Mann. Dammit. Schade. Ach, Mann. Ich mach die Kombo nicht, weil ich immer denke, der ja, der macht eh das. Ah, falsche Richtung. Ah. Wow. God damn it. So, jetzt habe ich den aber gescheit erwischt. Jetzt lag's wieder, super. Okay, das wäre Phase 1. Jetzt rastet er richtig aus. Ja, würde ich gerne. Aber das Spiel will irgendwie nicht. Ach komm, da haben wir gar keine Zeit. Oh. Bitte! Ah. Der ist auch noch unverwundbar. Was soll man da eigentlich machen, um die Attacke da zu blocken? Ah! Muss jetzt genau in dem Moment aufhören. Oh. Was macht der Typ denn? Auf die Fresse fliegen. Aua. Oh Mann, ey. Manchmal kann er auch gar nichts. Dammit. Bleib doch mal hier! Nein, lass den Scheiß! Oh, okay. Okay. Ich hab's irgendwie geschafft, ihn doch zu stoppen. Ich weiß nicht wie. Mir fällt gerade ein, habe ich nicht beim letzten Mal mal alle Movements durchgeguckt, ob es da was Neues gibt. Das habe ich irgendwie jetzt vergessen bei den anderen, glaube ich. Da muss ich vielleicht nochmal offscreen reingucken.
Ob da irgendjemand noch einen Move hat, der mir nicht aufgefallen ist. Weil Nami will ich jetzt gar nicht mehr spielen und Robin auch nicht mehr, aber ich glaube, bei Robin habe ich nachgeguckt. Wenn, dann mache ich das mal offscreen, wenn ich, bevor ich das nächste Mal aufnehme, dann wahrscheinlich. Wenn ich dran denke. So, alle und alle. Barockworks Casino ist abgeschlossen. Und Robin bleibt wahrscheinlich bei 112 Mille. Chopper wird noch über 100 kommen, auf jeden Fall. Ich denke, Zoro, Ruffy und Sanji kriegen noch ein bisschen Geld. Nami bleibt bei 176. Und, sonst muss nur noch Lysop los. Hoch. Aber das war's für diesen Part, für diese Session. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann.